Ich bin Composer-Performer und bildende Künstlerin. Was mich aber besonders interessiert, sind eigentlich genau die Zwischenräume dazwischen. Räume zwischen den Disziplinen bildender Kunst, Musik, zwischen Orten, zwischen Medien, zwischen Welten, zwischen Menschen. Und hier kommen wir eigentlich schon zum Zentrum der bildenden Kunst, nämlich den Sonn-Icons. Wenn ich Sonn-Icons zeichne, dann höre ich immer Musik. Es ist zwar ganz still, ich höre innere Musik, es ist vorgestellte Musik, die ich mit beiden Händen aufzeichne. Und so entstehen eigentlich polyphone visuelle Spuren. Und mit der Zeichnung möchte ich mit der Musik in Berührung kommen. Die Sonn-Icons sind einerseits autonome Kunstwerke. In der Musik habe ich mit Sonn-Icons eine Kompositionsmethode entwickelt. Jede Musikerin, jeder Musiker bekommt ein Sonn-Icons, bekommt auch ein persönliches Coaching, wie man diese Sonn-Icons liest. Es geht aber nicht darum, diese Sonn-Icons immer genau gleich zu lesen, sondern mich interessieren Settings, in denen die Musiker ihre eigenen Ressourcen entwickeln können, sich einbringen können, sehr akkurat, immer mit dem sinnlichen Magnet der Sonn-Icons, aber auch bei jeder Aufführung, bei jeder Probe einen leicht anderen Eingang finden können in die Musik. Soloarbeit ist so ein Zentrum meiner Arbeit, ein Labor. Ich trete auch sehr viel Solo auf. Und im Solospiel, gerade in der Improvisation, ist es immer die Frage des Habitus, der Routine. Und da ist der Dialog mit den Sonn-Icons ein unglaublicher Ideenkatalysator. Ich habe viel mit Elektronik gearbeitet, Live-Elektronik, und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss diese Klänge auch unplugged spielen können, denn ich spiele im Gletscher, ich lasse mich vom Atlantik überfluten, ich spiele in öffentlichen Räumen, urbanen Räumen, und teilweise gibt es da keinen Strom. So habe ich zum Beispiel die Weichbogentechnik entwickelt, mit der ich auf der Bratsche vierstimmig oder sogar achtstimmig spielen kann. Auch mit der Stimme bin ich permanent auf der Suche nach Mehrstimmigkeit und multiplen Klängen.